Wir alle kennen den Spruch, wer angibt, hat's nötig. Die wenigsten von uns verstehen aber die genauere Bedeutung dieses Spruchs. Bist du genauso gutgläubig wie ich, dass du nicht unterscheiden kannst, ob dir gerade jemand Wahrheit erzählt oder ganz dick aufträgt? Mir ist viele Jahre so gegangen. Ich konnte nicht Wahrheit von einer Angeberei unterscheiden. Ich habe nie verstanden, warum Menschen angeben, denn das ändert ja nichts in ihrem Leben. Nehmen wir an, dein Freund erzählt dir, dass er 5000 Euro monatlich verdient. Du weißt aber ganz genau, dass er nur 2000 Euro monatlich verdient. Warum erzählt er das? Er wird ja nicht automatisch deswegen mehr verdienen. Heutzutage weiß ich, dass diese Angeberei ganz andere, tiefliegende Gründe hat. Über diese tiefliegenden Gründe werde ich heute mit dir sprechen. Ich bin noch nicht perfekt, aber so nahe daran, dass es mir selber Angst macht. Womit geben Menschen an? Mit allen möglichen Dingen. Sogar mit eigener Krankheit kann man angeben. Vor kurzem war ich in einem Krankenhaus in Russland und dort habe ich gewartet, bis ich vom Arzt aufgerufen werde. Neben mir haben viele, viele Rentner gewartet. Und dann haben diese Rentner mit ihren Krankheiten angegeben. Eine Dame hat gesagt, ja, irgendwie geht es mir schlecht. Ich habe Halsweh und Ohrenschmerzen. Ich weiß nicht, was ich habe. Und dann kommt ein Mann und sagt, das ist gar nichts, was Sie da haben. Ich habe Krebs. Krebs, verstehen Sie? Das ist schon was Besonderes. Viele Menschen geben mit eigenen Kindern an. Und das finde ich sehr traurig. Ja, mein Heinze, er kann 5 Fremdsprachen. Und mein Heinze, er kann so gut Tennis spielen. Und mein Heinze ist ein braver Bub. Und schön ist er auch. Und dies und das und dies und das. Das sind Menschen, die in ihrem Leben nicht das erreicht haben, was sie für sich geplant hatten. Und deswegen wollen sie, dass dann Kinder ihre Pläne verwirklichen, dass Kinder etwas außergewöhnlich werden, zum etwas Außergewöhnlichen werden. Wenn ich nicht so richtig Deutsch spreche, dann kannst du mich bitte in den Kommentaren ausbessern. Und das sind Menschen, die mit eigenem Kind angeben. Das finde ich überhaupt nicht sehr lustig. Womit geben noch viele Menschen an? Ja, viele Frauen geben mit ihrem erfolgreichen Mann an. Ja, mein Partner, er ist so erfolgreich. Er hat eine eigene Firma und er fährt ein Porsche. Und er ist so schön und so sportlich. Warum erzählen das viele Frauen? Damit will sie sagen, wenn so ein erfolgreicher, interessanter Mann mich genommen hat, dann bin ich auch etwas Außergewöhnliches, dann bin ich eine besondere Frau. Viele Männer geben mit ihren schönen Frauen an. Das ist verständlich. Viele geben sogar mit der Anzahl von flachgelegten Frauen an. Schaut mal, ich habe im letzten Monat 25 Frauen erobert. Und das sind die Beweise. 25 BHs, schaut das an. Er hat jetzt zwar 25 BHs zu Hause, die er von diesen Frauen gestohlen hat, als Trophäe und weiß dann nicht, was er mit diesen BHs macht. Viele Menschen geben mit ihrer Schlauigkeit an. Ich bin so schlau. Nehmen wir an, du hast einen Computer gekauft und dein Computer hat 900 Euro gekostet. Dann kommt dein Nachbar und sagt, oh, du bist so ein Doddel. Ich habe so einen Computer um 700 Euro gekauft. Das war viel billiger bei mir. Damit will er auch angeben, ich bin schlau. Ich zahle weniger. Ich weiß, wo ich was billiger bekomme. Da bin ich sehr, sehr schlau und intelligent. Viele Menschen geben mit ihrem Titel an. Ja, und das ist natürlich landsabhängig. Irgendwie glänze ich heute. Glänze ich nicht?
Okay. Viele Menschen geben mit ihrem Titel an. In Russland zum Beispiel ist es nicht so. Menschen geben mit ihrem Titel nicht an, aber in Österreich ist es gang und gäbe. Wenn jemand zum Beispiel einen Magistertitel hat, dann musst du ihn mit Herrn Magister ansprechen. Wenn jemand ein doppelter Magister ist, dann musst du zweimal sagen, Herr Magister, Magister, schlag mich tot. Wenn jemand ein Magister und ein Doktor ist und du sprichst ihn nur mit Magister an, ist er beleidigt. Was soll das? Ich bin ein Doktor. Da oben hockt er. Also diese Titelbezeichnungen sind sehr wichtig in Österreich. Manchmal kommen sogar Titel vor, wo ich überhaupt nicht weiß, was bedeutet das. Was macht ein Hofrat zum Beispiel? Keine Ahnung. Er gibt irgendwelche Ratschläge in einem Hof. In welchem Hof? In seinem Wohnhof, wo er wohnt. Was macht ein Hofrat? Kennt sich jemand aus bei euch? Schreibt bitte in die Kommentare, was ein Hofrat macht. Und so geben Menschen mit Titeln an. Viele Menschen geben auch mit ihren Berufsbezeichnungen an. Ich bin auch ein Teamcoach. Und immer wenn ich da Firmen besuche für Teamcoaching, höre ich einige Berufsbezeichnungen, die mir ganz neu sind. Aber die Berufe gibt es schon viele, viele Jahre. Vor kurzem habe ich eine Dame gefragt, wofür sind Sie zuständig? Im Büro hat sie gesagt, ja, ich bin eine HR-Managerin. Denke ich, okay, das ist wahrscheinlich Personalabteilung. Stimmt, sie arbeitet in einer Personalabteilung. Manche erzählen mir, dass sie Backoffice-Manager sind. Was ist das? Habe ich lange nicht verstanden. Backoffice-Manager, das ist ein ganz normaler Büroangestellter. Lustig. Heutzutage darfst du zu niemandem sagen, zu keiner Sekretärin sagen, dass sie eine Sekretärin ist. Sie ist ja eine Assistentin, sonst wird sie beleidigt. Womit geben Menschen in deinem Land an? Schreib bitte in die Kommentare. Es interessiert mich auch, womit Menschen in Deutschland und in der Schweiz angeben. Angabe verrät die Beschränktheit durch ihr Verbergen. Manfred Hinrich. Wozu geben dann Menschen an? Die meisten Menschen geben entweder mit ihren Leistungen oder mit ihrem Besitz an. Stimmt das? Ich habe dies und das erreicht. Oder ich besitze das und das und das. Und das sind Menschen, die eigentlich dadurch, dass sie ganz dick auftragen, hoffen, dass andere denen glauben und sie respektieren und wertschätzen. Und wenn sie wertgeschätzt werden, dann werden sie automatisch geliebt. Das sind Menschen, die liebesbedürftig sind. Sie haben in ihrem Leben zu wenig Liebe erfahren. Aber sie wollen diese Liebe, sie wollen sie. Und deswegen geben sie an. Das sind Menschen, die sich an ihren Erfolgen oder an ihrem Besitz messen. Und sie denken, dass dafür sie auch geliebt werden. Arme Menschen eigentlich. Liebesbedürftige Menschen sind diese Angeber. Du liebst ja Menschen, die du liebst, dafür, dass sie so sind, dass sie bestimmte Charakterzüge haben, dass sie Werte haben, die dir entsprechen, dass sie auch dich lieben. Du liebst ja niemanden dafür, dass er einen Doktortitel hat oder dass er einen Porsche fährt. Stimmt das? Aber diese Angeber, sie verwechseln das. Hat dir mein Video gefallen? Dann denk bitte daran, meinen YouTube-Kanal jetzt zu abonnieren. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss und bis bald. Ciao, Kakao.